Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Coaster. Ich würde gerne heute hier meine Idee von der letzten Folge in Angriff nehmen. Und zwar, dass wir hier hinten raus halt ein Western-Theming machen. Jetzt gehen wir nochmal zurück in ein anderes Themengebiet. Aber wie gesagt, ich glaube, das passt sehr gut hierhin. Für die Optik des Zuges wird hier halt nichts langfahren und man wird das nicht sehen, wäre es mir Wumpe. Aber da man das ja sehr gut sehen kann von der Bahn, machen wir das jetzt einfach in dem Stil auch noch hübsch. So, was nehmen wir denn? Wir haben ja hier schon diese Holzbalken. An sich würde es am meisten Sinn machen, die weiter einzusetzen. Was mache ich hier? Ich weiß es nicht. Wir müssten hier hin. Warte mal, die hießen irgendwie Naturdingens, ne? Natur. Die Frage ist natürlich, machen wir auch dann das Dach anders? Müsste man ja an sich, ne? Weil wir da ja, diese Front hier brauchen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Müssen wir jetzt mal gucken, wie weit das machbar ist. Das Gute ist ja, dass wir hier wirklich doppelwandig arbeiten können. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir nämlich hier hinten schon mal eine wunderschöne Holzwand. Ja, und wie gesagt, eigentlich müsste man jetzt so machen. Ist halt nur die Frage. Ja, theoretisch. Weil sonst sieht es von dieser Seite komisch aus. Wobei. Ja. Ah, könnte man vielleicht hinkriegen. Ich mache die hier nochmal eben auch weg. Und dann gucken wir, wie wir das hier vielleicht anders hinbekommen. Oh, was habe ich jetzt weggelöscht? Irgendwas, was nicht weg sollte. Ach, die Tür da hinten. Okay. Wie schief habe ich denn geklickt? Und zwar bräuchten wir an sich hier ja dann, um diesem Western-Stil gerecht zu werden, sowas. Ne? Dann sind auch die hier Quatsch. Ja, damit wir eine Westernhütte kriegen. Okay, da müssen wir aber auch höher gehen. Ah ja, das wird ja ein Traum. Ich dachte, oh, dann machst du mal eben. Hast du gleich so zack, zack, zack. So eine Hütte hier stehen. Vor allem wird die sehr groß. Du bist die Falsche, danke. Jetzt ist natürlich die Sache, sieht man das von der anderen Seite? Oder würde das auch gehen, wenn wir die niedriger setzen? Das Problem ist natürlich die. Ja, nee, nicht wirklich, die Schräge. Haben wir ein anderes Objekt, was besser passt? Nee. Toll. Doch, warte, wir haben auch diese Schrägen hier. Ihr seid aber nicht so schräg, wie das Dach schräg ist. Toll! Das ist sehr gut. Außer wir machen den hier hin und dann ein anderes Objekt, was dann irgendwie steiler geht. Aber nee, dann kriegen wir hier. Oder kriegen wir Probleme mit der Ecke? Eventuell nicht. Ne, sag mal! So, ich positioniere den jetzt erstmal da und dann gucken wir uns das mal an. Jetzt bräuchten wir natürlich auf der anderen Seite den. Wo ist er? Lup! Oder machen wir hier hinten wieder die Schräge runter? Lup!
Ja, bekommen ein sehr hässliches Häuschen. Und hier sieht man es halt ein bisschen, ne? Was das Problem ist. Von hier wirkt das einfach massiv riesig groß. Und an sich müssen wir hier auch eine Mauer hinbauen, damit man das überhaupt nicht mehr sieht. Und, weiß noch nicht, ob das jetzt die beste Idee war, die ich hätte haben können. Oh, Hilfe. Nein. Machen wir hier diese Lücken dicht. Und dann versuchen wir diese Hütte von außen irgendwie schön zu bekommen. Das hier oben ist halt Käse, ne? Das sieht nicht aus nach Wilder Western. Da müsste man dann, wenn, gerade gehen. Den können wir aber nicht tiefer setzen. Heißt, also das mit dem Schrägen halt war optisch jetzt katastrophal. Ich weiß nicht, wie es damit aussieht. Ja, du bist dann aber auch wieder. Könnte gehen, ne? Machen wir so. Und schließen hier die Lücken mit dem Kleinen wieder. Ich glaube, das könnte sogar besser sein. Auch noch nicht 100% schön, aber eventuell besser. So, von hier, wenn man hier mit der Bahn fährt, sieht man es, glaube ich, so gut wie gar nicht. Wenn man hier steht, kann man es erahnen. Und das ist ja das, was man nicht will. Aber vielleicht, wartet mal, haben wir irgendwie Dachkonstruktionen. Hier sowas im Prinzip. Also nicht das, aber sowas, was man hier vorklatschen kann. Und dass es aussieht, als wäre da noch ein kleines Dach. Beziehungsweise, wartet mal. Nee, 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 wir bauen da selber ein kleines Dach. Jetzt bringen wir mal die Naturdinger. So. Und dann machen wir hier jetzt so eine Fake-Aussparung. Ist da? Wo? Und da kommt jetzt auch noch mal ein Dach drauf. Mal gucken, ob das so funktioniert. In meinem Kopf geht das gerade sehr gut. Es hapert nur dann wahrscheinlich wieder an der Umsetzung. Hallo, Dach. So, das sieht schon sehr viel zu groß aus. Das ist natürlich toll. Höhe, danke. Vielleicht auch einen raus, dass man hier wieder so einen kleinen Überhang hat. Eigentlich ganz süß. So, und jetzt müssen wir noch gucken, wie wir diese Spitze da schließen können. Ja, toll. Passt nicht. Egal. Ist das zu übertrieben? Nee, das geht, ne? Wenn wir da jetzt oben die Lücke noch schließen, dann bin ich da, glaube ich, ganz zufrieden mit. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an,
aus der Besucherperspektive, ob wir dadurch den Balken da kaschieren konnten. Ach nee, du bringst mir da nichts. Da brauche ich eher die hier. Okay, anderer Winkel. Ist halt die Frage, ne? Dann brauchen wir, glaube ich, den Spitzen hier überhaupt nicht. Tschüss. So. Das glitscht nicht durch. Das sieht gut aus. Da können wir dann auch noch ein Fensterchen hinmachen. Jetzt gucken wir nochmal von hier unten. Jui. Oh ja, das kaschiert das sehr gut. Man sieht klar da diese kleine Ecke noch, aber. Hallo? Mega. Man da den Dachboden sogar noch teils ausgebaut als potenziellen Wohnraum. Wir nehmen uns mal diese Fensterkonstruktion, gucken, ob die da gut aussieht. Wenn nicht, überlegen wir uns was Neues für da oben. Winkel mal an, sehr gut. Oh, wie drehst du dich denn? So. Ich glaube, das kann man hier hinhauen, ne? Von der Größe her. Ein bisschen niedriger. Da macht der Blumenkasten aber halt keinen Sinn. Der muss dann vielleicht weg. Wir den jetzt auf gleicher Höhe halt hier anbringen. Müssen wir mal gucken, ob das passt. So gerade, ich glaube. So rüber. Doch, ich glaube, das passt, ne? Von der Höhe. Sind wir mittig? Oh, wir sind perfekt mittig, ne? Ja, man, da oben noch so eine kleine Dachwohnung. Ach ja, süß. Doch, das gefällt mir auch so sichtmäßig aus dieser Perspektive. Das haben wir jetzt gut verbaut. Ich meine, klar, wenn man jetzt hier mit dem Zug ankommt, siehst du halt, dass das was anderes ist. Da müssen wir jetzt noch gucken, ob und wie man das vielleicht kaschiert bekommt. Die erste Überlegung wäre jetzt natürlich, diese Bäume hier zu nehmen. Oh nein. Gern Oberfläche ausrichten, bitte. Beziehungsweise halt auch diese hier. Ja, dass man da diesen Übergang zwischen den Gebieten mit Bäumen kaschiert. Das stört von hier nicht. Man blockt so ein bisschen die Sicht dahin. Man blockt hier so ein bisschen die Sicht auf diese weiße Wand. Müssen wir mal gucken, wie wir das vielleicht noch anderweitig dann abgrenzen können. Ich finde so eine Mauer dazwischen setzen irgendwie, weiß nicht, komisch. Bisschen komisch. Warte mal, du warst auch noch nicht gut positioniert. Liebe Tanne. So. Ja, immer noch nicht so ganz. Wir wollen ja nicht, dass die Äste in die Gleise hier reinragen. Das wäre sehr unschön. Okay. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir können auch gucken, was wir hier an dem Gebäude besser machen können. Und zwar. Die Rückseite hier, die ist ja noch. Das, ja, nee, das. Nee. Kann es ja keinem so anbieten. Was jetzt natürlich cool wäre, wäre hier so eine Art. Ja, Terrasse. Also, dass man da auch den Anschein hat, man käme in das Gebäude hinein. Wo haben wir denn die Platten? Diese wunderschönen hier. Da. Passt ihr? Würdet passen. Beinahe, ihr habt so einen Rotstich, ne? Ah, man kann euch einfärben. Okay, wartet. Man kann sie einfärben. Ja, sehr schön. Nehmen wir.
Ist so genehmigt. Einmal so drehen. Dann können wir das vielleicht auch so simulieren, dass das Haus gar nicht so hoch ist, wie man denkt. Oh doch, ich glaube, wir können hier was richtig Schönes rausmachen. Warte, lass mich mal auf der Seite anfangen. Ja, das habe ich nämlich befürchtet, dass wenn wir die hier recht bündig machen, da eine Lücke entsteht. So. Okay. Ziehen wir das Ganze noch ein Stückchen weiter raus. Ist das zu viel? Hätte man vielleicht machen. Schon hoch, ne? Vielleicht setzen wir das Ganze doch ein Stückchen tiefer. Also kriegen wir bestimmt, ja, ich wollte gerade sagen, da hinten wieder irgendwelche Kacke mit Kopie. Hallo? So, 16 Teile, das passt sehr gut. Ja, doch, könnte klappen. Ich würde das jetzt sogar hier in den Berg reinschieben auf dieser Seite. Und hier dann gucken, dass wir da eine Treppe irgendwie hinkriegen. Es ist natürlich die Frage, wie machen wir die Treppe? Ich nehme erstmal die beiden. Bauen wir hier eine Seitenwand, die dann aber hier an der Kante sitzt. So, das ist nicht sehr groß für eine Treppe, ne? So von der Breite her. Ich hatte gedacht, die Lücke ist vielleicht größer. Oh, ja, danke Spiel. Wir warten kurz. So, geht wieder. Ich würde das Ganze hier doch nochmal in die Wand schieben. In die Bergwand hier. Äh, 16 Teile, ja. Stimmt. Also, jetzt müssen wir gucken, wie wir da eine Treppe einbinden. Eventuell halt auch aus den hier vielleicht. Dann können wir sogar noch wieder ein Stück rüber. Ist halt nur die Frage, wie viele müsste man hier ansetzen? Eine Treppe, die wäre ja mindestens so, ne? Könnte ein Stückchen werden. Die Frage, wie weit geht man da immer raus? Nee, ich bin weiter drinnen geblieben. So. Und vor allem, wo kommt man dann da hin? Das ist ja auch die Frage. Wo will man mit der Treppe hin? Wir können natürlich hier so eine gerade Plattform dann jetzt machen. Man sagt, gut, hier geht's halt erstmal gerade. Dann entweder nach links oder rechts wieder runter. Kann sich jetzt hier wieder
die Treppe schnappt. Ich weiß nicht, wie viele Stufen wir brauchen. Ich nehme mal 4. Oh, guck mal, das passt ja perfekt. Ah, fast perfekt. So. Machen wir es gleich. Zaubern wir hier halt so eine. Okay, und das da bräuchten wir, glaube ich, nicht mehr. Nee. Zaubern wir hier halt so eine Fake-Treppe hin. Dass man auch den Anschein hat, ey, da würde man hochkommen. Komm, der eine hier, ey. So, das können wir wieder hier rüberschieben, dass das da andockt. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, dass wir hier diese restlichen Lücken irgendwie geschlossen bekommen. Vielleicht können wir ja hier den nutzen als runtergehendes Geländer. Nein, 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 das war der falsche. Weiß noch nicht, ob das gut aussieht. Na, noch nicht wirklich überzeugt von. Hallo, rot, danke. Nee. Nee, lass mal, danke. So ist aber dann auch Käse, ne? Mit den Drehen ist auch Käse. Das sieht auch bescheiden aus. Okay, da weiß ich noch nicht, wie wir das am besten machen. Hier unten, finde ich, ist das schon mal sehr logisch. Können wir den auch hier einmal vorsetzen. So. Das sieht gut aus. Die Lücke müssen wir auch noch schließen. Könnten wir den einfach so hochkant reinschieben? So. Und mit der restlichen Dekoration, damit das Ganze hier westernartiger aussieht, beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Allerdings, als kleine Information schon mal, jetzt über das Osterwochenende werden keine Videos kommen. Das heißt, das war heute erstmal das letzte Video für diese Woche. Ich werde sowohl Freitag, Samstag als auch Sonntag und Montag, bis auf halt Animal Crossing, was ich morgens mal eben dazwischen schieben werde, keine Videos aufnehmen und posten. Das heißt, ich mache mir eine kleine Osterpause und dann hören wir uns ganz entspannt am Dienstag wieder. Das ist der, oh, warte, lass dich mal eben in die Kalender gucken. Dienstag, der 11. Am 11. April geht es dann wie gewohnt weiter. Ich wünsche euch dann jetzt wunderschöne Ostertage mit eurer Familie, mit euren Freunden oder auch alleine, je nachdem, wie ihr die Feiertage verbringt. Und freue mich darauf, euch dann in der nächsten Woche hier wieder zu hören. Bis dahin. Tschüsselü!